Boom, Die Sims 5 steht vermutlich näher vor uns als gedacht. Was würde sich mit der Neuankündigung von Die Sims 5 ändern und was denke ich allgemein über den nächsten Teil? Hat das Spiel Potenzial? Alle Freunde von News bei den Sims waren, glaube ich, in der letzten Woche ziemlich glücklich. Es gab nämlich tatsächlich sehr viele Neuerungen, unter anderem auch eine mögliche Ankündigung zu Die Sims 5. Alles dazu findet ihr in meinem letzten News-Video, aber ich dachte mir, in diesem Video möchte ich allgemein mal so ein bisschen über das, was jetzt so in der letzten Zeit passiert ist, reden. Nochmal ganz kurz für alle, die es verpasst haben, ein Brancheninsider hat sich geäußert und hat gemeint, dass Die Sims 5 höchstwahrscheinlich schon im Oktober vorgestellt wird, was ich tatsächlich sehr überrascht hat. Auch sind die Entwickler in letzter Zeit tatsächlich sehr mystisch, wenn man mal auf Twitter schaut, haben auch schon neue Screenshots, die sie teilen, diesen neuen Hintergrund. Tatsächlich geht dieses Redesign, was die Entwickler da öfters mal machen, normalerweise nie so weit. Das ist also tatsächlich ein bisschen überraschend. Es ist hier noch nichts bestätigt, aber scheint tatsächlich sehr realistisch zu sein. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Um mal so ein bisschen das Feedback in den Kommentaren zu beleuchten, da habe ich auf jeden Fall tatsächlich einigermaßen viel Negatives gesehen, damit habe ich aber auch schon vorher gerechnet. Viele von euch wollen auf jeden Fall, dass Die Sims 4 noch eine Weile weiterläuft, was ich zum einen Teil ja auch verstehen kann. Tatsächlich gab es aber auch sehr viel Positives. Es scheinen sich auf jeden Fall viele von euch auf Die Sims 5 zu freuen. Das konnte ich auf jeden Fall feststellen, vor allem im Vergleich zu den anderen Videos, wo es mal um Die Sims 5 geht, war das in diesem tatsächlich ein wenig positiver. Der häufigste Kommentar, den ich tatsächlich so gelesen habe, ist, dass Die Sims 4 am liebsten noch eine Weile so weitergehen soll und dass viele ja einfach schon sehr viel Geld, was natürlich auch stimmt, in Die Sims 4 investiert haben und es dann nicht so gerne in Die Sims 5 dann weiter investieren wollen. Da bin ich aber tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Es ist ja leider ganz normal, dass irgendwann mal ein neuer Teil von einem neuen Spiel kommt. Das ist überall so. Und ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass wenn wir alle Features der Vorgänger oder vielleicht sogar noch mehr Features in Die Sims 4 haben wollen würden, es tatsächlich noch sehr, sehr, sehr lang dauern könnte. Ich meine, wenn wir uns überlegen, wie viele Sachen noch fehlen, ich glaube, da können die Entwickler bestimmt noch 5 Jahre wirklich Inhalte produzieren, wenn es halt in diesem Tempo so weitergeht. Wir hatten ja eine Zeit, wo bei Die Sims 4 auch ein bisschen regelmäßiger Inhalte kamen. Das ist aber tatsächlich jetzt so in den letzten Monaten und auch Jahren so wieder so ein bisschen abgeebbt, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde. Jetzt konzentrieren sich die Entwickler ja wirklich sehr viel auf jeden Fall auf Sets, was mir tatsächlich selber nicht so gut gefällt. Wir müssen ja auch festhalten, dass Die Sims 4 jetzt auch mittlerweile schon 8 Jahre läuft, was eine ganze, ganze Weile ist und tatsächlich ja schon doppelt so lang ist, wie es bei den anderen Sims-Teilen davor immer so war. Normalerweise waren die Sims immer so im 4-Jahrestakt unterwegs, was meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert hat. Aber bei Die Sims 4 geht das schon eine ganze Weile länger. Das will EA auf jeden Fall bei den neueren Titeln beibehalten, wie sie mal in einer ihrer Pressemitteilungen geteilt haben. Aber auch wenn wir im Oktober eine Sims 5 Ankündigung möglicherweise erhalten könnten, heißt es aber natürlich nicht, dass wir keine neuen Die Sims 4 Inhalte bekommen werden. Wir müssen das jetzt mal uns ganz kurz überlegen. Zwischen der Ankündigung und dem Release von einem Spiel, auch bei den Sims, war es bis jetzt immer so, dass es mindestens 1 Jahr dauert, bis wir das Spiel dann tatsächlich spielen können. 1 Jahr ist da tatsächlich schon sehr optimistisch geschätzt. Es geht teilweise bis in die 2 Jahre hoch. Also wir können auf jeden Fall mal gespannt sein, wie es jetzt bei Die Sims 5 sein wird. Wir werden auf jeden Fall mindestens, das kann ich euch garantieren, noch 1 Jahr Content bekommen. Neue Erweiterungen, das wurde ja auch von den Entwicklern alles bestätigt. Da ist auf jeden Fall noch der ein oder andere Inhalt, den wir da noch sehen werden, da. Natürlich ist es irgendwie schade, dass wir dann bei Die Sims 5 neu frisch starten werden. Es ist ja schon immer eine Umstellung, wenn man mal das Die Sims 4 Basisspiel nur installiert hat im Vergleich mit allen Erweiterungen. Und damit halt 8 Jahre an bereits veröffentlichten Content. Wir haben dann halt wirklich eine frische Basis, die auf jeden Fall neue Features bringt. Das wird auf jeden Fall ganz spannend. Und ich denke halt, dass ja, so ein neues Basisspiel auf jeden Fall auch das erste halbe Jahr ohne irgendwelche Erweiterungen und ohne irgendwelche Updates auf jeden Fall Spaß machen wird. Das hoffe ich jetzt zumindest mal so. So war es ja auch, finde ich, für mich persönlich zumindest bei Die Sims 4 auch der Fall. Also denke ich mal, dass es jetzt nicht so ein krasser Rückfall wird. Ich finde, das ist dann halt nicht so ein richtiger Vergleich, wie wenn beispielsweise bei Die Sims 4 mal eine Zeit lang keine neuen Erweiterungen oder Sets oder sonst irgendwas kommt. Einfach aus dem Grund, weil wir Die Sims 5
die ganzen Mechaniken, den Ersteller-Einzelmodus, den Baumodus, den Live-Modus, alles, was damit dazugehört, noch gar nicht so wirklich kennen. Und deswegen dauert es ja erstmal auch eine Zeit, bis man das alles erkundet hat. Da denke ich, dass wir auf jeden Fall mit The Sims 5 deutlich einen frischen Wind reinbekommen werden. Was ich mir bei The Sims 5 auf jeden Fall wünsche, ist, dass der Start nicht so katastrophal wird wie bei The Sims 4. Im Basisspiel von The Sims 4 war es ja tatsächlich so, dass es viele Features wie Pools, die Kleinkinder und ganz viele andere Features gab, die es dann tatsächlich in den Vorgängern eigentlich im Basisspiel schon mit drin waren. So. Und da hoffe ich halt, dass sie diesen Fehler bei The Sims 5 nicht machen werden. Das Spiel polieren, was ja leider bei The Sims 4 in letzter Zeit tatsächlich nicht so gut klappt. Da wird ja das ein oder andere Pack ein bisschen unfertig veröffentlicht. Die Basisspiel-Updates haben sehr viele Fehler und da hoffe ich, dass die Entwickler bei The Sims 5 am Anfang diesen Fehler nicht machen werden. Wenn wir jetzt mal ganz kurz zu den Features kommen wollen, die für The Sims 5 tatsächlich schon bestätigt wurden, beziehungsweise schon angerissen wurden, sodass man davon ausgehen kann, dass es sie in The Sims 5 geben wird, ist der Multiplayer. Da hat der CEO von EA ja tatsächlich schon indirekt verraten, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen neue Inhalte sehen würden zum Multiplayer. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sie das umsetzen werden. Das könnte auf jeden Fall sehr viel Konfliktpotenzial geben, sage ich mal. Wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel fremde Leute dann so ein bisschen in meine Stadt ziehen könnten, wäre das auf jeden Fall sehr doof. Da hoffe ich mal, dass die Entwickler dann einen schönen Weg gehen werden und das dann vielleicht nur über ein Freundesystem machen oder einfach optional. Das müssen die Entwickler da auf jeden Fall richtig machen. Ansonsten könnte das sehr kritisch werden. Und es wurde ja auch schon bereits besänftigt, dass alle, die The Sims 5 auch offline spielen wollen, das ebenfalls können. Also The Sims 5 wird auf jeden Fall keinen dauerhaften Multiplayer haben, was ich tatsächlich auch sehr wichtig finde. Allgemein, weil The Sims ja schon immer eigentlich eher so eine Offline-Reihe war und es dann tatsächlich, glaube ich, eine ziemliche Umstellung für alle Spieler wäre. Tatsächlich, dieses ganze Feature-Thema bei The Sims 5 wäre tatsächlich sogar fast ein eigenes Video wert. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Features ihr euch dann so für The Sims 5 vorstellen könntet. Welche unbedingt rein müssen, welche nicht fehlen dürfen, welche auch aus den Vorgängern gerne wieder mit dabei sein dürften. Das fände ich auf jeden Fall sehr spannend. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die neueste Folge Sim gehört ist draußen, in der ich mit Micha von simtimes.de tatsächlich auch über The Sims 5 rede. Schaut doch gerne mal in der Beschreibung vorbei, da habe ich euch den Podcast auf jeden Fall verlinkt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir jetzt dann tatsächlich die offizielle Ankündigung bekommen werden, wird da gar nicht so viel verraten werden, kann ich mir vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dass die Entwickler da eher vielleicht einen ersten Screenshot, einen Render, grobe Infos oder so irgendwas in die Richtung teilen werden. Es wird wahrscheinlich keinen ersten Trailer geben und auch keine Screenshots aus dem Spiel. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Dafür ist das Spiel wahrscheinlich auch zu frisch in der Entwicklung. Aber ich denke, so ein paar erste Informationen, irgendwas Grobes, schon so ein paar kleine Infos wären auf jeden Fall realistisch. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das lösen werden. Jetzt muss ich aber doch gestehen, dass ich tatsächlich überrascht bin, wie schnell das doch jetzt alles mit The Sims 5 geht. Wir hatten jetzt gerade erst neue Jobbeschreibungen auf der EA-Seite, die schon auf einen neuen Sims-Teil verweisen und dass wir jetzt schon tatsächlich vielleicht, man muss ja immer vielleicht noch sagen, einen ersten Teaser erhalten werden, finde ich auf jeden Fall wirklich sehr spannend. Da hätte ich tatsächlich damit gerechnet, dass auch der Teaser für die Ankündigung vielleicht schon vorher irgendwie angeteasert wird oder so, oder wir da nicht so ins kalte Wasser geworfen werden, wie es jetzt ja so ein bisschen der Fall ist. Aber jetzt freue ich mich auch so langsam. Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, The Sims 4 hat auf jeden Fall seine Stärken, aber viele Inhalte, die halt mit The Sims 4 kommen, finde ich, überschneiden sich immer so ein bisschen. Es werden irgendwelche Gameplay-Mechaniken recycelt. Wenn man nach der 11. Erweiterung dann so den ersten Trailer sich anguckt, dann kann man halt schon immer so ein bisschen erahnen, wie das Gameplay ablaufen wird, wo vielleicht dann nicht so detailliert, sagen wir mal, alle Features ausgearbeitet werden. Und ich denke halt, dass dieses Problem hätten wir dann bei The Sims 5 zumindest erstmal nicht. Und das ist dann so ein Punkt, der mir persönlich dann auch zeigt, dass ich jetzt nichts gegen einen neuen The Sims-Teil hätte, im Gegenteil. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, was die Entwickler da so machen. Ob zum Beispiel auch die Pack-Typen, die wir so haben, die Erweiterungen, Gameplay-Packs, Accessoire-Packs und Sets, dann im nächsten Teil so vertreten sein werden. Oder wie das Monetarisierungsmodell da aussieht, ob wir vielleicht wieder einen Store bekommen werden. All solche Sachen müssen wir dann auf jeden Fall mal schauen, wie die Entwickler sich das da ausgedacht haben. Und dann würde ich sagen, wir wären jetzt auch so langsam am Ende dieses Videos angekommen. Ich wollte in diesem Video tatsächlich einfach mal so ein bisschen über die Ankündigungen sprechen.
weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass viele aus der Community sehr überrascht, fast so ein bisschen verunsichert waren teilweise und ich da doch mal so ein bisschen meinen Senf zu abgeben wollte, weil das jetzt auch einfach sehr spontan kam. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie stellt ihr euch die Ankündigung vor? Freut ihr euch nicht? Wie schon vorhin erwähnt, auch gerne, was für Features ihr auf jeden Fall in The Sims 5 sehen würdet. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.